Ja, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Need for Speed Most Wanted. Ich bin gleich mal schon mal hier in die freie Fahrt gesprungen ins Rennen, weil wir machen heute das letzte Rennen und die letzten Meilensteine für Taz, die Nummer 14 der Blacklist. Und dafür müssen wir Verfolgungen machen. Warum hat Jax so einen Sprint ausgesucht, hier mit schön viel Kopfrisiko? Und dann sollten wir alles gleich zusammenholen. Vielleicht sogar Taz diese Folge schon zumindest anfangen herauszufordern. Ach komm. Ah. Willst du kuscheln? Piss dich, ich will die... Alter. Das sieht auch noch kuscheln. Mann, sind die nervig. Ja. Alter, wie die hier fahren, ne? Oh, schon wieder ein Autorahmen. Ja, mir vor... Alter. Jetzt auch keine Probleme oder so. Alter, mein Gott. Die haben echt keine Probleme, so wie es aussieht. Schon. Ja, überhol mich doch. Alter, meine Karre ist voll getunt. Was soll ich denn machen? Piss dich. Wir müssen es hier gewinnen. Wir haben schon die Hälfte. Noch keine Cops, ist verwunderlich. Ja, klar. Ach. Puh. Puh dich. Mein Gott. Ich bin hier ganz schön aufs Maul gerade. So minimal. Ah, jetzt kommen die Cops gleich. Ja, okay. An ihm vorbei, komm schon. Ah, gut, super. Wir sind wieder Erster. Ah. Da hätte ich gerade den Speedbreaker benutzen sollen. Dann wären die um weiten besser um die Kurve gekommen. Ach, puh. Push dich. Muss ich sauer einspielen. Ich bin jetzt das ganze Wochenende, weil es ist jetzt Sonntag, wo ich es gerade aufnehme. Und die letzte Aufnahme war, glaube ich, am Mittwoch, letzte Woche. Keine Ahnung, sowas. Und ich bin seitdem einfach nur gedriftet auf meinem anderen 100er-Account. Und das ist so ungewohnt, jetzt hier wieder reinzukommen. Ach komm, wir haben noch 10%, Alter. Ja. Soll ich nicht den X8 vorbeilassen. Oh, super, gewonnen. Oh, 2000 Geld. Und die Cops sind nicht mal hinter uns. Lol. Da waren gerade noch Cops. Okay. Einmal halt noch ein Rennen. K.O. mit minimalen Rundkurs. Oh, das sieht gut aus. Ach, fangen wir jetzt mal den da. So. Wie gesagt, ich habe halt die ganze Zeit nur Drift gemacht und bin richtig scheiße eingefahren. Okay, der Satz war jetzt voll kacke. Was hat der für coolen Auspuff hier, der rosane? Lol. Der will wohl Analverkehr, so wie das Auspuff vor da hat, Alter. Guckt euch das an. Das sagt doch, stoß in mich, stoß in mich. Alter. Der hat auch... Das ist bestimmt so voll der Pedo, Alter. Der hat das letzte Auspuffloch so richtig in Analstoß, Höhe. Stoß in mich, stoß in mich. Oh mein Gott. Nein. Na, das ist ein richtiges Pedo-Auto. Boah, das ist die einzige Konkurrenz gerade für uns, der Typ hier, ne? Pedos sind die einzige Konkurrenz für uns, Schwule. Wow. Oh. Ja. Versuch die Abkürzung zu nehmen und dreh dich voll und alle drei sind in den reingefetzt. Oh Mann. Die KI ist mal wieder super. Ist genauso wie ein Forza 5, die halten auch überall rein. Nitro hier. Die Kurven hier bremsen einen so aus, das ist so nervig. Aber der ist schon raus. Okay, gut. Hoffentlich ist das Pedomobil rausgeflogen.
Inne durchheizen. Oh ja, es war so klar. Ich konnte natürlich nicht zwischen denen durch. Nein, durch die scheiß Bodenwelle werde ich ausgehebelt und knall genau ins Auto rein. Es, oh, es war so klar einfach nur. Fuck. Das Mobil ist sogar noch drin. Nein. Fuck. Der Pedo ist immer noch bei uns. Jetzt will er uns von hinten. Komm, Drifter, mach wieder Scheiße. Na, was? Hau ab von meinem Arsch, Alter. Ich hab nicht so einen Auspuff wie du. Ich soll in den Arsch blasen, nicht mich. Herrlich. So ein Pedo. Jetzt verpiss dich doch von meinem Arsch, Alter. Der nervt mich minimal gerade, ne? Rum. Ja. Ich nehme dich auch nicht von hinten, kannst vergessen. Du bist so unfähig, diesem scheiß Auto auszuweichen. KI halt. Zu unfähig zum Leben. Obwohl eine künstliche Intelligenz lebt ja nicht, ne? Also hätte ich das auch schon wieder erledigt. Es kommt ja schon wieder an. Ich glaub's nicht. Entweder habe ich beim Cool irgendwas vergessen. Aber die Gegner sind irgendwie ein bisschen zu stark jetzt gerade. Oder meine Karre zu schwach. Eins von den drei Sachen. Ich glaube, ich habe alles getuned, außer Optik, ne? Hm. Ja, okay. Aber wir müssten das eigentlich in der Tasche haben. Ja, das haben wir in der Tasche. Und gewonnen. 2000. An alle Einheiten auf Empfang. Ein Kollege. Ein Rennen gibt's noch. Ich glaube, wir machen es auch. Habe ich bei Sony alle Rennen? Ja, haben wir. Bei Test glaube ich auch alle Rennen. Da kriegen wir nämlich schön viel Money. Ja, zwei Runden kommen, das können wir noch kurz machen. Boah, das fährt eine R8 mit, Mustang mit und etwas nichts nehmen, was ich nicht entziffern konnte gerade. Ach, super. Ne, Eclipse, Mustang und Zupfer. Okay. Das sind die starke Gegner. Ja, du. Oh, du auch noch. Alter, immer diese Möchtegern-Drift-Autos, die nicht mal driften können und deshalb einfach quer über die Straße schießen. Oh mein Gott. So, schön links rum ist kürzer. Der Hall im Tunnel hier einfach nur, boah, göttlich. Ich bin auch gerade so ein bisschen unschlüssig, weil ich, ich hänge gerade zwischen der Entscheidung, ob ich das Spiel so belasse oder neben dem Full HD-Mod nicht auch noch neue Texturen reinpacke. Ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig, weil neue Texturen würden natürlich geil aussehen, aber das wäre dann nicht mehr das original NFSMW-Feeling. Ach, ich weiß nicht. Ich bin richtig unsicher, ob ich neue Sektion reinpacken soll oder nicht. Ich lasse erstmal draußen. Wenn ihr wollt, dass ich die reinpacke, könnt ihr es mir einfach sagen. Ansonsten bleiben die draußen und wir halten die Cosmos Wanted so, wie es ist. Außer halt, dass es ein cooler D ist. So. Was ist eigentlich die. Wo bin ich eigentlich diese scheiß zweite Runde? Wo ist das Ziel nochmal? Ich glaube auf der Autobahnauffahrt, ne? Sind wir da schon gleich wieder. So. Nächste Donut laden. Ja, vorhin schon statt ein Ziel, okay. 1,50 pro Runde. Ja, das geht ja. Und eine Sekunde Abstand. Ja. Ehrlich, ein einziges Auto auf der ganzen Straße und die halten natürlich genau drauf. Und dann crashen sie sich auch gegenseitig nochmal ins Heck, ja. Das ist typisch KI. Oh Mann. So, schön durch die Schikanen.
Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, sind dann Rennen, ne? Fällt mir gerade so ein. Verfolgungen. Ich glaube, wir benutzen dieses Mal dieses Verfolgungsfeature, um mal zu gucken, wie das so aussieht. Wir könnten natürlich auch rumfahren und Cops suchen, aber wenn wir das Feature schon haben, dass wir einfach eine Verfolgung beginnen können, dann würde ich es so machen, oder? Und da wären wir schon wieder im Ziel. Check wieder 2000. Achtung, Bezirk 3. So. Jetzt gucken wir uns das mal an. Hier gibt's was. Meilensteine können wir mal gucken. Aha, da können wir von da aus gleich beginnen. Und bei Kopfgeld. Ah, da können wir hier so aussuchen, wo wir beginnen wollen. Golfplatz. Ich kann mal den Golfplatz machen. Können wir auf dem Golfplatz abhauen. Ach, Kopfgeld-Tutorial, das ist super. Das hätten wir nicht schon über 3000. Die Jungs von der Blacklist stufen andere Fahrer nach ihrem Kopfgeld ein. Je mehr die Cops dich jagen, desto besser ist dein Ruf. Und desto schneller steigst du in der Blacklist auf. Verfolgungsmeilensteine sind der schnellste Weg, dein Kopfgeld zu erhöhen. Aber lass dich nicht erwischen. Erarbeite dir genug Kopfgeld, werde berüchtigt und vielleicht bist du schon bald Most Wanted. Okay. Das dauert natürlich noch. Ja, super, okay, wir beginnen einfach hier die Verfolgung. Ja, geil. Ab auf den Golfplatz. Ui. Oh, die Bilder ist durch mein Auto gefallen. Nein, you don't say. Boah, da rutscht das Auto ja rum hier auf dem Golfplatz. Hallo. Ist auch so ein Video, denkst du auch am Arsch, ne? Wir müssen auch Verstöße machen als Meilenstein. 2 von 3 haben wir schon. Oh lol. What the fuck? Okay, Kopfgeld, Sachbeschädigungen und ja, danke. Und ja, Verstöße, das haben wir schon. Oh lol, da kommen unsere Kumpels. Hallo. Ich könnte mal Hilfe gebrauchen, ne? Ja! Idee. Wir fahren mit ihnen zusammen. Oh ne, oder? Ehrlich? Keine Cops mehr? Oh. Jetzt haben wir alle drei Meilensteine, aber wir haben nicht das Kopfgeld, das wir brauchen. Ja, okay. Ja, drei Verstöße haben wir. Sachschaden. Haben wir auch. Oh, Kopfgeld haben wir auch, super. Ich glaube, es reicht aber nicht, oder? Nettes Rennen. Pass auf, Razor hat den Bezirk verlassen und fährt in Rockport. Um ihn zu kriegen, musst du die Gegend abklappern und in der Blacklist aufsteigen. Es gibt drei Bezirke. Wir sind hier in Rosewood. Kenton Beach ist an der Küste und Rockport liegt direkt dahinter. Du kannst erst Rennen der nächsten Stufe fahren, wenn dein Ruf gut genug ist. Und dafür musst du gewinnen. Es gibt keinen zweiten Platz. Erfüll deine Aufgaben, bis du einen Blacklist-Fahrer herausfordern kannst. Sobald ich was Neues erfahre, lasse ich es dich wissen. Bis dann. Okay. Rumernten. Oh, Tess. Du hast mit deinen Erfolgen für Aufmerksamkeit gesorgt. Auch bei Tess. Er ist der nächste Blacklist-Fahrer. Der Typ ist durchgeknallt und ein echter Bullenmagnet, also pass auf. Er wartet auf deinen Anruf. Bis später. Geil, da können wir jetzt Session herausfordern. Chillig. Das war die Karte, genau. Ach, was ist hier diese blöde Maus, ne? Ach, da oben. Fahren wir halt hin. Dann können wir jetzt noch kurz im Tuning-Shop vorbeigucken. Kurz, ob wir wirklich alles eingebaut haben. Ja, GPS ist mir egal. Tuning Shop ist wichtiger.
So, Leistung. Motor, alles drin. Getriebe, ja. Auch alles drin. Nitro müssen wir auch drin haben. Yep. Reifen. Können wir gar nicht. Bremsen haben wir drin. Und den Kompass brauchen wir auch noch nicht. Okay, haben wir also alles drin. Ich will kurz nach Costa Rica mal gucken. Wie sieht denn das aus? Das da drauf machen? Das oder das? Ich weiß, vorne ist jetzt nicht so geil, das ist hinten auch nicht, okay. Packen wir uns dieses bullige Kit mal drauf. Das Ball will ich auch einändern, nämlich den da, der ist nämlich geil. BBS-Fang haben wir schon. Futterhoppe haben wir auch schon. Das Ball haben wir auch schon. Okay. Jetzt mal Lack. Metallic. Mit dem Weiß. So blau. Ah, welche Farbe. Ich würde natürlich auch so ein Homo-Mobil bauen, ne? Sowas hier. Genau sowas. Alter, wenn ich sowas baue, ist doch. So ein Blau. Ich weiß nicht. Giftgrün. Nein, ich weiß nicht, ob ich weiß. Vinyls. So ein Tribal. Schwarz ändern so. Können noch gar nichts, ne? Flammen. Ich sag, kannst du ja vergessen. Das wäre echt. Aber das da. Vielleicht außen schwarz und innen rot. So was. Felgen. Ah, vielleicht so rot, ne? Bei Chrom. Auch ganz geil. Scheiben will ich mal lassen. Die will ich auch. Ich weiß lassen. Sieht doch ganz gut aus. Boah. Kann man so machen. Zum Kotzen ist er nicht, würde ich sagen. Auch wenn mir diese ganzen Karosserie-Videos besser gefallen, die über das ganze Auto gehen. Okay, haben wir noch nicht. Oh, ich bin in der Stadt. Profi. Tschüss. Ja, diese Ecke wird einfach alles eingerissen. Und Profi. Was steht eigentlich da bei unserem Auto hinten rechts noch drauf? Links steht der Kobalt SS, was steht rechts? Ist ja auch so eine Schrift. Und ehrlich, diese Zivilisten, was die mal für Scheiße bauen. Oh, wir sind schon zu weit gefahren. Wo sollen wir denn hin? Sollen wir da unten hin oder was? Oh, lag. Ah, wir sind hier unten. Komm, beruhig dich mal. Geht doch. Zweimal Sprint. Ist in Ordnung. Boah, die Auflösung dieser Vinyls, ne? Die ist ein Traum. Nicht. Das fällt einem jetzt mal in Full-HD so richtig auf, dass die Vinyls voll scheiße aussehen. Die Auflösung ist aber voll für den Arsch. Ja. Wie abgeht. Ich bin voll getuned, ich kann nicht mehr. Oh. Bremst doch nicht, du.
Erst geht er ab und wer dann abgehen soll, dann bremst er, ne? Oh, Drift. Ja, wir kriegen den schon. Oh. Ich glaube, den Sack. Komm. Aus noch vorbei. Mit Nitro. Ja, ist hier innen. Perfekt. Boah, sorry, ist vorbei. So muss das. So, komm schon. Wir ziehen den schön ab. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwann später mit einem besseren Auto bei dieser Brücke oben anschlage. Weil wir jetzt schon so knapp immer springen, dann schlagen wir irgendwann doch an. Eine Porsche oder sowas. Und jetzt ist der ganz schön langsam, ne? Okay. Am Anfang geht der ab und danach wird er richtig flow. Und bestimmt sage ich das jetzt und später zieht der wieder an, wir haben voll verkackt. Okay, bis jetzt geht's. Es ist nicht so oberstark. Man, die Gegner bei den normalen Rennen ja stärker. Naja, muss man nicht verstehen, die Logik. Jetzt kommt er wieder. Oh oh. Okay, jetzt Ziel. Das haben wir hier in der Tasche. Bisschen driftendes Ziel. Perfekt.